Und hallihallo und willkommen, meine liebe Freunde, zur neuesten Folge von World of Tanks mit mir, den Florian, und mit dem Hetzer. Wie gesagt, mit meinem lieben Hetzer sind wir wieder dabei. Ich habe mit ihm bis jetzt die besten Sachen bereits so ausgerüstet. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt die richtige Kanone war, aber ich denke mal schon. Die sieht jetzt halt nicht so toll aus, aber ich glaube, sie ist gut. Oder sie ist gut, besser gesagt. Kommt immer drauf an, gegen welchen Panzer wir spielen. Und ja. Los geht's! An sich sind das ziemlich wenige schwere Panzer, das ist das sehr angenehm an sich. Die Welt hingegen ist ziemlich, naja. Mal gucken. Schauen wir einfach mal, wie wir umgehen können. Dass jetzt hier einer aufgedeckt wird, damit wir auf ihn schießen können. Sonst haben wir nämlich ein Problem allgemein. Wie gesagt, weil das Problem am Hetzer ist. Fuck, da ist der schwere Panzer. Kritischer Treffer! Der ging voll durch ihre Panzerung. Gut, er konnte noch keinen Schuss ablassen. Oh, guckt der mich an? Nee. Der ging nicht durch. Naja, wie viel Muni haben wir eigentlich? Genug. Das heißt, wir haben sie böse erwischt. Wir können ja wegen seine Teile kaputt schießen. So. Wie gesagt, die Nachladezeit von Hetzer ist wirklich unglaublich. Allerdings haben wir jetzt kein Ziel mehr und auch keine Chance, irgendwas aufzudecken. Das ist das Problem. Wir verlieren ja auch gerade sehr stark an Leute. Salon, Baby! Komm schon, du triffst nicht. Der ging voll durch ihre Panzerung! Nice. Nice, nice, nice. Okay, der schwere Panzer sieht mich. Und hier. Gut. Auf den schweren Panzer müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir nämlich gerade wenig Leben. Obwohl, es ist keiner mehr da, der mich aufdecken könnte. Also wagen wir einen Blick. Okay, vielleicht ist der schwere Panzer schon abgezischt.
Wir müssen uns jetzt beeilen. So. Wow. Der leichte Panzer schießt hier dem schweren Panzer ab. Auf eine ziemlich krasse Art. Okay, der Typ ist Geschichte. Wir sind hier aber definitiv am falschen Platz. Wir hätten jetzt nicht umkehren sollen. Boah, ich bin echt happy, dass ich den da so geil umkreisen konnte. Oh, bitte lass mich jetzt wegen diesen Ausrutscher nach unten fahren. Jetzt nicht, dass sie mich aufgedeckt haben. Was? Er fährt. Ein Stückchen weiße. Ich dachte, er ist auf jeden Fall hinter den Steinen hier sicher. Der ist weg. Artillerie haben die auch nicht. Verdammt. Die haben zwei schwere Panzer. Das heißt, einer könnte auf dem Weg hierher sein. Keine Chance leider mehr. Wow, aber es war trotzdem ein sehr interessantes Gefecht bis jetzt. Ja, aber das wieder mit der Stufe 3, das geht mir auf jeden Fall noch besser hin. Gut. So, jetzt haben wir so ein mittelmäßiges Team. Wie gesagt, Hetzer dominieren hier gerade bei uns. Aber die Gegner haben bessere Panzer momentan. Ja, wir haben den Churchill und die VK3601, der jetzt nicht so toll war. Die haben halt die KV-85, was schon ziemlich gemein ist, glaube ich. Und M6 zweimal, M4 einmal. Wir sind Level 4 und kämpfen jetzt gegen Level 6er. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. So, diesen Weg gehen wir nicht. Legen wir los! Ach lol, der ist in meinem Team. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber cool. Ich wusste gar nicht, dass wir da drüben auch drüber fahren kann. Dachte, die Brücke wäre der einzigste Weg. Das ist interessant. Okay. Wie gesagt, jetzt machen wir alte Strategie wieder. Andere Strategie geht, also was anderes können wir eigentlich auch gar nicht mit dem Jagdpanzer machen. Nach da hinten fahren, was die anderen machen, ist schlussendlich Selbstmord, wenn die Gegner genauso viele Panzer haben. Hier lang fahren, dominieren wir. In der Mitte haben wir nichts verloren. Und die haben keine Artillerie, das heißt, das Aufdecken ist jetzt noch nicht so gut für sie. Außer die Leute hier lassen sich jetzt jagen.
Die Gegner dominieren auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen die hier schnell ausschalten. Danach wieder zurückzufahren. Weil diese Jagdpanzer werden jetzt von diesen roten Panzer jetzt hier, wenn ihr auf die Karte schaut, von den kleinen roten leichten Panzer jetzt überrannt. Die werden jetzt alle umkreist und niedergeballert. Das heißt, die ganzen Jagdpanzer sind weg. Einfach nur, weil sie Jagdpanzer sind. Dafür ist jetzt nicht einmal die Überzahl von den schweren Panzern und so weiter noch wichtig, sondern wirklich nur, es sind alles Jagdpanzer auf dem Scheißgebiet. Auf der falschen Seite sogar. Und wir haben hier einen KV-85, den stärksten Panzer. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Juhu, zweimal verfehlt. Ich gehe nicht raus. Okay. Damit haben wir den ihre Angreifer schon mal weg und haben dabei dieselben Verluste. Oh Gott, verteidigen, verteidigen. Wir müssen am besten auf den einen Turm auf die andere Seite. Das Problem ist, ich würde gerne näher ran, damit ich sie schon besser treffen kann. Allerdings glaube ich, sobald ich überhaupt dort angekommen bin, sind die hier schon alle weg. Ich brauche jetzt einen hohen gelegenen Punkt, wo ich den Flaggenpunkt sehen kann und danach ausschalten. Was sie da hinten machen, ist nur noch reinste Killerei. Das Problem ist hier hinten. Das Problem ist echt hier hinten. Und ich glaube, dieses Ding können wir nicht gewinnen. Einfach weil die jetzt gerade in der großen Masse kommen. Wie gesagt, wenn mehrere Leute auf einmal schießen. Wow! 13-7! Okay, ich bin jetzt extrem überrascht, muss ich zugeben. Diese zwei schweren Panzer hier haben alles zerfickt. Wow! Ich habe jetzt gerade mal zwei Schüsse abgegeben, oder? Einmal auf den schweren Panzer und einmal auf den Hetzer, der jetzt hier unten gestorben ist. GG. Gucken. Zweimal. Direkttreffer zweimal, einmal durchgeschlagen. Schaden 111 ist nicht so viel, aber ich glaube für den hier schon mal ausreichend. Und ja. Wie gesagt, wir wurden nicht getroffen. Also wie gesagt, mein Fazit ist, ich werde den kleinen Panzer auf jeden Fall behalten wollen. Jetzt schaue ich nochmal schnell nach der Kanone. ...7,5, 110, 110, genau. Man könnte natürlich auch diese hier nehmen, aber
null Durchschlagskraft. Ja. Wie gesagt, außer man hat Premium-Spieler, dann holt man sich da die Spezialmuni, hat man 104 und 350, aber ich könnte es mir nicht leisten. Ja, wie gesagt, dieser Panzer ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und werde ich auf jeden Fall behalten. Also wie gesagt, der hat auf jeden Fall bestanden. Wie gesagt, bestanden. Nicht bestanden. Der kommt noch. Und bestanden. Wie gesagt, diese Folge werdet ihr schon zuvor sehen, wie ich mit dem hier spiele, aber ich wollte jetzt erstmal den Hetzer spielen. Und ja, das war's von heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ade. Ciao.